Ist denn Weiß als jetzt Sägespäne nicht. vom weißen Holz getarnt? Ja, Getrocknete Farbe. oder Plaste. Getrocknete Farbe ist auch gut, ja. Apropos, wenn jemand von euch weiße Farbe braucht, wir haben was übrig. Jetzt merken. So. Ich schlepp Konsti mal in die Basilika rein. Invites sind raus. Wieso habt ihr jetzt schon ein Spiel? Konsti Wieso ist mir nicht? beigetreten. Ich bin einfach nur zum Rumlaufen durch die Gegend gegangen. Jetzt gehe ich in die Basilika. Kommt zu mir rein. Oder ihr kommt zu uns. Wir sind nämlich gerade tatsächlich in der Basilika. Das können wir dann immer noch machen. Ja, ich kann es aber auch jetzt einmal machen und danach nochmal. Martin. Braucht doch nur 5 Minuten. Außerdem habe ich Legendaries abzugeben. Ja, ich habe, wenn es danach geht, könnte ich auch Legendaries abzugeben. Ja, Ich habe ein dann lass uns ganzes. das erstmal machen. Jetzt sind wir schon mittendrin. Boah, Leute. Seid anstrengend. Hey, du bist zu spät gekommen. Ja, ihr hättet es schon längst machen Touché. können, ne? Touché. Ihr hättet schon längst Echt? fertig sein können, zweimal. Vielleicht ist es jetzt schon unser drittes Mal. Oh, dann wäre ich euch aber böse. Ich meine, ihr habt ja auch nicht angerufen, also so kritisch kann es ja nicht gewesen sein. Ihr habt gesagt, zur Not ruft an. Ich bin mal gespannt, auf welches Level die Bosse sind, wenn wir hier zu viert wären. Weil jetzt ist der ein Level höher, als er eigentlich sonst ist. So, ja, die werden nachskalieren. Aber ich bin jetzt zum Beispiel auch noch nicht 50 mit dem Gunner, ne? Das Ich bist du auch ja nicht. schon. Habt ihr eure Story fertig gemacht, ihr zwei? Yes. Ja, also die Wächter-Skills da sind schon aktiviert. Schon seit letztem Mal. Bei mir. Hält auch mehr aus. Naja, ist ja beim Multiplayer. Aber du siehst, wie es runtergeht. Ja, definitiv. Ich starte mal einfach schon mal unser Spiel. Ja, mach mal, ich komme nicht rein. Genau deswegen. Dann können wir schon mal nach Ja. Sanctuary reporten. Nur noch ein Drittel. Und übrigens, Jakob, ich habe einen Conference Call. Echt? Ja. Nice. Ist aber nicht mehr ganz so overpowered, wie er mal war. Ja, gut, das ist klar, dass sie nicht wieder gleich so verbuggen. Er war ja nicht verbuggt, aber. Another player is joining. Was, behinderter Player? Another player. Behinderter, behinderter. behinderter schon. Ist die Pinata wieder da? Ja, ist sie. Nice. Geil. $2000 drin. Awesome. Yeah, wir sind reich. Und ich werde jetzt meinen Granatenmod wahrscheinlich austauschen. Gimme, gimme, gimme. Ich habe leider noch nicht diesen Granatenmod gefunden. Ich hätte den gerne auf einer Level 50er Variante. Mein? Ja, den du hattest, ja. Ja. Ich hätte aber auch tatsächlich gerne das Schild, was du mir gegeben hast, auf einer Level 50er Variante, aber es droppt halt zum Verrecken nicht. Ich hätte gern Bud Stallion wieder auf Level 50. Ich hätte gern ein paar Millionen Dollar. Nee, Euro. Aber die Sache Ich ist, nehme auch ein paar Millionen Dollar. So, also wenn dann Euro. Simmel, du Von hast jetzt dem natürlich das Schwert, Alter. absolute Vorrecht auf alles hier, was ich jetzt droppe. Ihr Penner. Oh, warte mal. All das Habe Zeug, das ich. Con nicht bekommen. Fuck, irgendwas habe ich jetzt falsch gemacht. Warte mal. So, eine Legendary Raketenwerfer. Den hier vielleicht. Und noch ein Die hat nur Legendary. Oh, halb so noch ein viel. Legendary, noch ein Legendary. Die hat nur halb so viel Schild wie meins. Boah, so viele Legendaries. Hey, das habe ich noch nicht gehabt. Ein Raketenwerfer. Raketenwerfer. Hier, warte, nee. Ah ja, die nehme ich. So, warte.
Viel Spaß, Simmer. Das kannst du haben. Weil ich selber noch nicht weiß, ob ich jetzt dafür noch was ausrüste. Juhu, ich bin unbesiegbar. Ach, nice. Eine neue Granate. Oh, Fastball. Auf jeden Fall wesentlich mehr als meine. Ich kann sie nicht einfach so ausprobieren. Fastball ist halt eine wirklich einfach nur schnell ankommende Granate. Aber das war eine Legendary, meine. Ja. Die hat doch dann bestimmt noch irgendeinen speziellen Effekt, oder? Ja, naja. Ich glaube, dass der einzige spezielle Effekt ist, dass die bedingt ist. Also, dass die wirklich schnell ist. Ich habe halt bei vielen auch den Effekt dann einfach nachgelesen, weil oftmals ist es halt so, dass wenn du die benutzt, du den Effekt erstmal gar nicht siehst. Mhm. Ja. Also, wo ist das Ding? Hier liegt noch der Raketenwerfer. Den habe ich doch eingesammelt. Hier, das Schild, aber. Hier? Da liegt bei mir nichts mehr. Okay, cool. Doch auf meiner Karte nicht. Okay, cool. Habt ihr Cooperation? Nee, eigentlich nicht. Aber okay, gut. Well, egal. Ich habe übrigens rausgefunden, wieso mein Lost Items nicht funktioniert. Das funktioniert nur in Cooperation. Das Feature. Nein, das funktioniert auch alleine. Wenn du auf Co-Petition gestellt hast, funktioniert das nicht. Wenn du auf Cooperation gestellt hast, funktioniert's. Egal, ob du im Solospiel bist oder nicht. Der Spielmodus, okay. Der Loot-Modus ist das Wichtige. Und wenn du im Solospiel bist, kannst du auch auf Co-Petition sein. Don't know. Jakob? Ja. Ich brauche das Schild, was ich von dir habe, auf Level 50. Den Schild brauchst du wahrscheinlich. Ja, den Schild. Solitary Breaker. Oh, das ist genau meins. Der Klassmod? Ja. Habe ich mir gedacht, dass der was für dich ist. Alter! Dann mal auf mir jetzt alle. Was denn? Dann nehmen alle vor die Lichter laufen. Was? Nimm mich mir halt einfach auf. So, was hast du hier noch? Der Schrei des Terrors habe ich selbst im Inventar. Dictator habe ich, ja gut, das ist den nicht, habe ich auch, aber auf Level 50. Cosmic Creator habe ich auch irgendwo. Infinity habe ich auch rumliegen. Ist das deine, die Murph Hex? Ist das die? Die Murph Hex war das ja. Kannst du mal dein scheiß Tier da wegnehmen? Jakob, ich hab auch noch ein Legendary von dir, was ich dir zurückgeben kann. Ja, her damit. Warum hört dieses scheiß Ding nicht auf meinen Befehl am Hand? Danke. Simme, darf ich dir mal meinen neuen Granatenmod zeigen? Ja. Warte mal. Well. Immer auch wissen, wie schnell der dich denn wegkriegt. Alter, wie dein Kopf einfach nur so ein Blob ist hier. So eine Kugel und ein Pferdekopf, ey. Weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Jakob? Ja? Das Sirenending brauchst du für deine Sirene nicht? Nein. Ich hab eine andere Skillung. Okay, weil dann würde ich ihn bei mir einfach erstmal auf die Bank packen, weil ich hab gerade gesehen, ich hab auf meinem, den ich aktuell habe. Geil. Okay, das geht alles auf dein Ad. Bessere Stats unten drauf. Achso, hier, falls einer will, brauche ich nicht. Was? Anfang hat das gut Schaden gemacht. Ja, der Nate-Mod macht extrem viel Schaden. Das ist der vom Halloween-Event. Okay, den Rest hier braucht ihr nicht? Oh, ist durch. Weil dann würde ich den Rest einsammeln hier. Was, so kann ja noch zur Auswahl? Sagt an. Ich nehme mir noch das Ding hier. Oh, da ist noch eine Schrotflinte. Könnt ihr mal gucken, was ich in meiner Bank drin habe. Ja, die Schrotflinte ist aber nicht so hochlevelig. Also die ist gut, aber nicht so hochlevelig. Wieso wird mir meine Bank nicht angezeigt?
Weil du im falschen Raum bist. Gut, normalerweise dann war meine Bank jetzt hier drin. Ja, dort wo du gerade bist, ist Spieler 1. Das bin ich. Das ist. Das ist ja Quest. Ja, hier, das ist meins. Ja, die Quests, die sind neu. Das sind Rare Creatures. Ah. Also Rare Spawns, die du per Quest killen kannst. So, das kann auf die Bank, das kann auf die Bank. Das tun wir dich noch kurz aus. Ich glaube, ein Haustier mag dich, komm. Der soll mir nicht auf den Sack gehen. Ey, aber dieser. So. Hast du sonst noch was für uns? Und so musst du die, warte mal, ich mal kurz gucken. Oh, nice. Nee, das sind einfach neue Quests hier, gerade. Ja, die das sind aber die Quests, also das sind aber die Typen, die du da killst, sind die für die Mission. Für das Halloween-Event. Ah, okay, dann ist es zufällig so. Gleich damit sie gemacht haben, dass du jetzt weißt, wie du zu denen kommst. Okay, gut, weil ich hatte nämlich gestern mir tatsächlich einen Guide dazu angeguckt, weil ich die, die haben wollte. Ich habe das Halloween-Event jetzt fertig, also. Oh, komplett fertig, ja, schon auch komplett fertig. Mal schon, Alter, krass. GZ. Ich habe ja von Tag 1 angegrindet. Wenn ich noch einen Shotgun haben will, ich guck mal, was ich noch abgeben kann hier aus meinem Fundus. Sagt mal an, was ihr so gerne für Waffen euch angucken wollt. Zeig einfach. Ja, ich räume jetzt hier nicht mein ganzes Ding. Doch. Nein. Warte, ich guck mal, was ich abgeben würde. Oh, Viech, komm her. Hier, das behalte ich. Shrinking hier, the boring gun. Das hier. Ja, den hier. Pistolen. Sagen wir mal anders, wir haben jetzt noch Quests of Necrotic Fail offen. Nebenquests. Und dann den Endgame-Content. Was wollt ihr eher machen? Endgame-Content oder die Quest auf Necrotic Fail? Wäre für Endgame-Content tatsächlich. Okay. Dann haben wir können wir entweder zur Slaughterstar 3000 oder zur Obsidian Hall. Oh. Klingt beides furchterregend. Angstschürer. Ach, den hast du gestern bekommen, das habe ich gesehen. Warte mal, ich habe eine falsche. Hä? Scheiße, ich habe die falsche Schrot ausgerüstet. Hat mir irgendjemand den Ah, fuck. Brauchst du mich? Warte mal. Ein Shrinking the Boring Gun habe ich als Schrot hier. Nimm mal kurz den hier mit auf. Nicht, dass ich jetzt meinen Viermonger verkauft hatte. Ah, ich hatte die falsche Schrot jetzt ausgerüstet gehabt eben. Ah, jetzt, ich habe da jetzt noch eine andere Schrot hingelegt. Die könnt ihr haben, wenn ihr wollt. Ja, ich habe meine Viermonger verkauft gehabt. Gucken, welche besser ist. So, pass auf, ich droppe euch jetzt mal hier. Kommt mal zu mir. Ich droppe euch mal jetzt noch ein paar Sachen von mir. Wenn einer irgendwas davon nicht haben will, einfach liegen lassen. Ich pack das bei mir wieder auf die Bank. Kryo und Schockschaden. Boah, billige. Oh, die Jacobs Pistole würde ich mir auf jeden Fall schon mal nehmen. Das Ding ist, behalt die mal, bis ich Level 50 bin. Ich kann trotzdem schon mal gucken. Die sind 100% alle besser als das, was ich habe. Ich meine. Packst du auf die Bank. Richtig. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Hier liegen zu viele. Ja, du könntest mal in eine andere Richtung droppen. bei der einen Pistole musst du mal aufpassen, Jakob, falls du die irgendwie ins Visier kriegst. Da steht drin roter Text, siehe Beschreibung grüner ich Text weiß. Und dann steht da. Achso, kennst du das? Okay. Das habe ich als Schrott hier gedroppt gerade. Achso. Ja, auf jeden Fall alles, was da irgendwie. Achso,
Der Agent kann mal hier hinten herkommen. Ich habe auch ein Level 50 Plasmod für den Agenten. Okay. Ja, ich nehme da erstmal nichts von. Macht ihr euch das jetzt hier aus? Ich würde sagen, wir gehen zur Slaughterstartin als erstes. Von daher sagt denn, wenn ich porten kann. Okay, also ich nehme mal dein verficktes Tier, Sim. Wenn nicht, wenn es dazwischen. Nehmt euch einfach irgendwas, wie gesagt, den Rest packe ich wieder auf die Bank. Ja, ich bin dabei, aber hat so viel. Ihr könnt bei vielen Sachen auch schon ausgehen, dass das die höchsten, also mit den höchsten Werte haben, weil ich viele Waffen doppelt gefunden habe. Ich gehe mal schon mal zur Brücke. Oh, ich kann auch gucken, ob ich mein Inventar oder so vergrößern kann. Nein, ich habe noch nicht den Trick mit der Iridian-Waffe gemacht. Habe ich auch nicht. Nicht mehr. Oh, Mist. Ich hab Bosse gefarmt. Mir fehlen 130.000. So, kann man Geld traden? Ja, aber brauchst jetzt. Na, ja, doch, gib mal her. Okay, das ist erstmal alles, was ich mir nehme. Das kommt jetzt erstmal in die Bank. Warte. Warte. Das ist meine. Muss Tab halten. Ah, nee, kannst du nicht. Warte, ich schreibe gerade Pia, Clement. Ach, deswegen hast du dein Echo draußen. Genau, damit ich schnell rüber switchen kann. Wo bist du? Ja, du musst nur Tab halten gerade. Ah, okay. Gib mal 140.000, dann ist auf der sicheren Seite. Ich habe die Kleinzahl nicht gesehen und dann gebe ich es nachher zurück. Muss man jetzt zurückgeben? Du hast mir jetzt nichts gegeben. Wir haben jetzt einen leeren Trade gemacht. Ja, aber ich habe was eingegeben. Ja, dann hast du nicht Enter gedrückt oder so. Doch? Warte. Da steht noch 0. Jetzt steht da 1.000.000. Ja. Das ist mehr als ich brauche. Mir egal. Danke. Kann mir nichts mehr kaufen dort. Danke, okay, ich habe auch alles. Oh, Change abgeschlossen. Trade with other players. Jo, danke, welcome. Danke für das Iridium. Ja, Iridium habe ich gestern 2000 in den Automaten bei Moxie reingeschmissen. Okay, ich lasse uns auf Mayhem 1, ne? Jo. Warte, kleinen Moment, bin gleich soweit. Ne, ich behalte die erstmal. Okay, kannst. Okay, Konzi. Auf zur Slaughterstar 3000. Ja. Ich hab dir doch gerade erzählt, diese SMG, womit ich den großen Schaden mache. Ja. Ich habe gerade, als wir den Wüter gemacht haben, das Ding nochmal bekommen in einem anderen Element mit ein bisschen mehr Schaden. Ich bin jetzt unbesiegbar. Oh, Mann. Ey, diese SMG ist der Burner, Jakob. Das ist wirklich. Schießt, verbraucht 2 Schüsse pro Munition, pro Schuss. Und schießt auch 2 Kugeln, die, umso weiter sie fliegen, sich weiter auseinanderstreuen und immer aber um sich rum eine Art Energiestrahl haben, mit einem Element geladen. Okay. Und damit kannst du bei den großen Bossen mit einem Schuss sämtliche Hitboxen treffen. Ah, in einer okay. Linie. Mm. Und das ist halt so fucking stark. Ja, klar. Und halt auch, wenn du Gegnerwellen hast, du stehst einfach am einen Ende und feuerst und die kommen alle auf dich zugerannt und verrecken einfach alle. Ja, klar. Alright. Auf zur Slaughterstar. 3000. Ihr tote Gegner.
Mal ein bisschen lauter machen Borderlands hier. So. Oh, ich habe einen Guardian Token. Cool. Ich habe auch gerade aus. Oh, ich auch. Bitte was? Oh Gott, Dr. Zeta hat irgendwas von Abspritzen gesagt. Nee, yeah, Mission abgeschlossen, easy. Kriegen wir hin, oder? Ja. Okay. Nur mal auf den Putz da draußen. Was denn? Hier geht's hoch. Fuck. Lol. Du hast da aufgedrückt und nichts passiert, ne? Nee, ich hab nicht aufgedrückt. Ich wollte extra nicht draufdrücken, weil ich nicht wusste, was passiert. Ah. Und wollte eigentlich aber noch mit hochspringen, aber das durfte ich irgendwie. Es nicht. Geht hier aber auch nirgendwo hin. Naja. Ha. Aber es sieht alles sehr Star Wars-mäßig aus irgendwie. Hm. Hab ich mir auch schon gedacht. Ja. Aber gut, es wäre auch tatsächlich jetzt das letzte oder eine der wenigen Sachen, die jetzt noch an Anspielungen fehlen würden, ne? Naja, sie haben schon genug Star Wars-Anspielungen in sämtlichen Spielen gehabt. Ja, aber ich meine mal so, wenn man jetzt überlegt, was jetzt gerade aktuell so an den großen Sachen auch noch in den Kinos nochmal kommt oder gerade zu Ende gegangen ist, so mit Game of Thrones, The Hobbit und so. So, wo ist die Quest? Da. Ach, Jakob, übrigens, guck mal, was ich hab. Ja, und? Ich hab deine Assault-Waffe. Ach so. Aber ein gut, ne? Ja, ja. Ja. Okay, wir müssen 5 Ground Slam Kills machen. Als Bonus-Objective. Ja. Jetzt, müsste ich nochmal an die Bank ran. Ach so. Habe ich genug Artefakte für. Ja, ich theoretisch auch, aber. Ach so, das ist, ganz normal Battle Arena, okay. Ich wundere mich, wieso hier keine Gegner sind. Okay. Müssen wir uns sammeln wieder. Jo, warte. Ach, ich hätte mir meine Talk-Pistole mitnehmen sollen. Hab ich dafür Boni bekommen? Nein. Denk dran, Ground Slam Kills. Achso, ja, warte. Bin dabei. Lass den liegen, lass den liegen. Wo ist er? Au, au, au. Okay, gut. Das war einfach zu krass. Slam kill den. Ich mach mal nicht. Du musst Steuerung drücken in der Luft. Oh, Genie. So. Hallo? Über dem Steuer. Ja, warum macht er das nicht? Das ist doch Steuerung. Wenn du nicht hoch genug bist, macht das nicht. Einfach. Musst du ein bisschen höher auch erreichen. Ja. Okay. Kannst du nicht nur einmal hochspringen und dann den... Nee, machen, nee, er hat's ja von oben versucht. Der Ground Slam ist der Schlag, wo man springt und dann nach unten... Ja, genau. Okay. Ah, shit. Hat nicht gereicht. Okay, gut, ich brauche eine andere Waffe. Die SMG ist ja einfach zu stark.
Scheiße, hab nicht gezählt. Da, 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 da. Matsch. Ich bin noch tot. Nein! Du bist ja kurz vorher gestorben. Boah, der... Nein, verdammt. Verdammt, verdammt. Du bist gut. Nein, ach, du bist schon wieder kurz vorher. Ja, wegen der Nate. Ich kriege dich jetzt aber. Nein! Ah! Scheiß Adventschaden. Ach man, ich bin ja. Nutzt man nicht so viel diese Nate hier. Das passiert bei mir automatisch, sorry. Hä, die Nate? Ja, ich hab Skills, dass mein zum Beispiel meine. Wenn ich das erste Mal nach dem Nachladen meine Waffe abfeuere, gibt es Prozentchance, dass ich nur eine Granate automatisch werfe. Ah, okay. Kann ich jetzt schwer verhindern? Ja, dann nimm vielleicht mal den Mod raus, weil der Mod ist echt brutal für sowas. Ich glaube, das ist das Spiel von ihm. Nee, das ist ja der Granate-Mod, den ich vorher hatte. Ach so, ja. Ach so, so den, ja, so meinst du. So. Oder ich schieße jetzt einfach mal für den Moment nicht so viel. Scheiße. Mach den mal bitte kaputt hier. Bin dabei. Autsch. Okay, kacke. Okay. Ja, bin down. Bye. Ah! Ja! Na, endlich. Boah, ich hab einen. Erster. Wow. Wir haben ja auch noch drei Wellen. Ja. Jawohl. Nein, es war nur die Welle, der hat nicht gezählt. Was? Yep. Oh, beknackt. Das Schmettern macht auch einfach keinen entsprechenden Schaden. Schwierig. Naja, wenn du keine Mods dafür hast. Okay, der Gang hier oben ist für die Hilfe denn. Ihr seid alle down? Hm? Jupp. Wollen wir die Ground Slams sein lassen? Ja, bitte. Ja, ist eine gute Idee. Ich dafür. Gut. Hat eh nur ein bisschen Geld, ne? Ja, ich weiß. Na dann, scheiß auf den Scheiß. Das ist schön. Mhm. Ja. Unter der Effektgewitter.
Ja, ich stehe jetzt da schön außerhalb. Fuck, er hat recht. Hä? Fuck, er hat recht. Wieso? Kann gar nicht oft genug Fuck sagen. Ach so. Nate. Keine einzige Nate geschmissen. Aber gut, ich habe auch keinen, der wirklich eine Nate ausgerüstet hat. Ich habe eigentlich gerade mein Boss-Ding ausgerüstet. Oh, hallo Battlesky. Aber die Halloween-Dinger droppen jetzt so krass viel epischer. Ja. Also, wenn ich meinen Lootgeist hatte, hat er mir mindestens 2 gedroppt. Also, ich hatte jetzt eher die Erfahrung, dass der Lootgeist auf immer der letzten Tag geschmeißt. Na, hab ich doch gesagt. Du hast episch gesagt. Meine ich ja. Also, du meinst Legendary, nicht? Ja. Episch. Ja, okay. Können wir ja fast auf Chaos 2 umstellen, ne? Au. Oh, das ist immer noch die zweite Welle, krass. Schon, stirb vorher, ja. Ah, ich hätte mir eine Talk-Pistole mitnehmen sollen, ey. Er hätte da genug Explosionen gehabt. Und wie generiere ich gerade keine Nates mehr?
Yeah, Borderlands 2, vielen Dank. Hä? Achso, naja, wegen Conference Call? Ja. Ja, wo sind die Viecher? Ah, shit. Das Problem ist, Jakob, ich hätte gerne halt das Schild, was du mir gegeben hast, für den 300% Nahkampfschaden. Das hätte ich gerne auf einer Level 50er Stufe für mehr Schildkapazität und so. Naja. Sache ist, dass ich das wahrscheinlich so gar nicht mehr kriegen werde. Oder zumindest werde ich Ewigkeiten dafür fahren müssen. Wieso? Weil dieses Schild buggy war. Weil dieses Schild wurde halt ursprünglich halt vor allen Dingen von der Grabwache gedroppt. Und dieser Prefix mit den 300% Nahkampfschaden war Affix, nicht zu, Prefix. Oder Affix war halt irgendwie zu nahezu 99,99% sicher, dass der mit bei ist. Und das haben sie halt gefixt. Ah, okay. Und jetzt scheint es halt so, dass erstens das Schild halt seltener droppt an sich und dass das und dann ist es halt auch die Frage, ob es dann halt diesen 300% hat. Oh, respawn hier unten, nice. Ach man, der Konferenzfall macht nicht mehr so viel Schaden, wie er früher mal gemacht hat. Der macht auch in 2 nicht mehr so viel Schaden. Ja, aber in 2 macht er immer noch weitaus mehr Schaden als viele andere Waffen. Er war in 2 auch immer noch einer der stärksten Waffen. Ja, trotzdem. Oh fuck! Ich bin tot, glaube ich. Wo liegst du? Wo liegst du? Ah. Doch, ich krieg's noch. Na gut. Bin nur runtergesprungen in 3 Badass Trooper. Wir sind jetzt rausgeflogen, ganz. Simmer ist, Tom. Ah, okay. Schade, Simmer. Ganz oben ist noch einer. Der zu dumm ist, runterzukommen. Ja, wenn gerade seine ganzen Badass-Kameraden abgekackt sind, hätte ich auch Angst, runterzukommen. Nee, ich hab gesagt, zu doof. Sag mal, kommt man da nicht hoch, oder was ist da los? Ich sehe nicht mal, wo der sein soll. Links auf der Map wird er mir angezeigt. Ah ja, da oben, ich hab ihn gesehen. Ah, ist er ja. Ist er runtergekommen? Ah ja, nice. Kommt ihr? Mhm. Ich will nur gerade eben noch ein bisschen Muni sammeln. Ja, mach das mal, das ist gut. Hey, ich habe wieder eine Nade. Es ist krass, dass die nicht so viel Nades droppen wie die Banditen. Ich habe 7. Ich würde gerne was abgeben. Aber ist ja auch keine geworfen. Doch, 4 Stück. Ja, siehst du. Wenn ich 4 Stück geworfen hätte, hätte ich auch noch 7. Ja, aber ich habe gute 600 Schuss SMG-Munition verschossen. Ja, ich auch.
Locker. Okay. Boss ist wieder da. Oh. Das ist mal ein interessanter Bonus. 3 Second Wines. Den kriegen wir garantiert voll. Hust, hust. Ach, ist das schön, dass ich die jetzt auch noch mit Säure hab. Ah, ich freue mich. So. Da, Jakob macht den Anfang. Ja. Warte mal, kriege ich das jetzt automatisch? Ja, nice, Guardian Angel FPV. Hat aber nicht gezählt. Doch, klar, hat das Second Wind. Das war meiner. Und warum lagst du schon wieder? Was ist denn damit, den ich richtig mache? Ich sterbe gerade mit Absicht. Bin direkt in die Gegner einfach reingesprungen. Das ist meine Aufgabe und selbst ich mache das jetzt schon nicht mehr, weil das Quatsch ist. Ja, aber wir brauchen Second Winds. Also ich will mich mit der Sirene halt auch tatsächlich jetzt auch, weiß ich nicht, Phasenumklammerungen oder den hier Dings umskillen, weil das Tank-Ding bringt einfach jetzt nichts mehr, weil du kannst nicht so viel Leben heilen, wie du abgezogen kriegst. Ja, ich weiß. Das ist halt irgendwann immer das Problem mit den Tank-Builds. Nee, es würde ja funktionieren, wenn es halt einfach auch mehr Sachen geben würde, die das halt dann auch fürs Late-Game einfach begünstigen. Er ist gestorben. Ich zwischen ein paar Badasses stand, bin ich, selbst wenn ich wieder hochgekommen bin, war ich sofort wieder tot. Da ist was Legendäres gedroppt, das bleibt liegen bis zum Ende der Runde. Okay, sehen wir es auch. Entschuldigung, ich hab's eigentlich nicht mal aus. Ich zeig's euch nachher. Also, wurde das jetzt aufgesammelt von jemandem? Sind wir jetzt aufgenommen. Das war irgendwas für die Sirene. Ah, dann ist es ja sowieso mal. Gesundheit! Es sei denn, ich brauche es nicht, dann könnte Jakob sich das für seinen zweiten Char überlegen, ob er das haben will. Oh, ich habe einen Wächterturm. Und es gibt mal wieder maximale Gesundheit dazu. Ah, du gehst den blauen Weg? Ich gehe alles, also ich gehe das, was ich haben will. Das ist, maximale Gesundheit, Nahkampfschaden oder Abklingt, Zeit vom Action Skill. Ja, so im Blauen habe ich noch nicht einen Punkt reingesteckt. Ich habe 26 in Rot, 16 in Blau und 10 in Grün. Beide Wetter. In dem hier gibt es keine Möglichkeit für mich. Doch, oder? Den Fahrstuhl. Ach so, aber da oben, da ist doch. Da kannst du durchschießen. Oh. Okay. Au, 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 au. Boah. Nee. What tschüss. The fuck? Nicht hier weg. Das mach ich lieber von hier. Einfach. Oh, der kann mich sogar noch töten dadurch. Ja, ja. Das Problem ist halt hier echt, dass du halt immer noch auf die Geister aufpasst. Ja. Kann das sein, dass du eigentlich alles im Griff hast und dann trifft dich ein scheiß Geist, du hast keine Dings mehr und schon bist du am Arsch. Also keine Zielgenauigkeit mehr. Da ist ein Lootgeist. Ja, ich muss erstmal gucken, dass ich hier wegkomme. Ja, jetzt ist der Lootgeist auch schon weg. Ja, aber nichts gebockt scheinbar, ne? Also ich weiß nicht, ob ich ihn erwischt habe oder ob er so verschwunden ist. Der ist ja nur eine gewisse Zeit da. Ja, aber von dem, wo du gesagt hast, ist ein Lootgeist und... Ja, ah, okay, vielleicht war der da auch schon eine Weile da. Simmerdeet. Ah, gut. Hm.
Gott. Aber ich muss sagen, bei so einem Gefechten hier fange ich richtig an, die Achtsamkeit von Amara lieben zu lernen. Die Achtsamkeit? Ja. Das ist der Skill, wo du immer, wenn du angegriffen wirst, einen Stapel dafür bekommst und dann erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit und so weiter kriegst. Ach so, das Ding, ja. Das ist super geil in solchen Situationen hier. Ja. Das habe ich auch dann bei dem Halloween-Ding zu lieben gelernt, weil ich dann teilweise so schnell durchgerannt bin. Achso, hast du nur noch praktisch die Dinge gemacht? Die KLC 25. Irgendwann. Ja. Ich hatte ja alles andere fertig. Ja. Also wie gesagt, ich habe halt jetzt erstmal wie gestern die ganzen Bosse gemacht, das mit dem epischen Waffen habe ich jetzt gemacht. Und jetzt fehlt mir praktisch auch nur noch die ganzen Killaufgaben. Ja, was heißt das mit den epischen Waffen? Du musst ja nur eine Drop kriegen. Ja, und drei ausrüsten. Echt? Ja. Nee, dreimal Halloween Loot ausrüsten insgesamt, aber nicht drei epische. Legendäre, ja, auch die das wusste ich jetzt. Ja, legendäre. Hatte glaube ich gelesen, drei legendäre, aber ist ja auch im Endeffekt egal. Ich hatte halt drei legendäre. Was halt, ich halt kacke fand, ich habe mich halt gewundert. Ich habe die ganze Zeit halt irgendwie welche bekommen gehabt und habe mich gewundert, wieso zählt es denn nicht? Und habe dann irgendwie erst später gelesen, dass man das beim Boss droppen muss. Da dachte ich mir so, na toll. Was meinst du jetzt mit, Vom Laster gefallen. Achso, ja, ja. Du musst ihn auch mit einer Halloween-Waffe einmal besiegen. Das habe ich gleich im Anschluss gemacht. Ja. Ich habe von einem seiner Ads, die er beschwört, habe ich eine legendäre Waffe gedroppt. Und die habe ich dann, gleich auch noch ausgerüstet, kurz bevor er down war und ihm damit den Rest gegeben. So. Das ist wahrscheinlich noch ein Jetpack-Trooper oben. Ja. Nee, kein Jetpack, sondern so ein Fetti. Aber ja, der hat sich auch, der hat sich auf mich eingeschworen und hört nicht auf, mir auf den Sack zu gehen. Ja, ich krieg ihn auch nicht vor die Linse. Warte, ich guck mal, wo ist der da oben? Ist der auf mir? Ah ja, doch, jetzt krieg ich ihn. Ah, weißt du nicht? War eine lange Welle. Ja. Das war jetzt die zweite von vieren. Ja, ich sehe es schon kommen, dass wir heute Abend nur eine einzige Quest machen. Wir können auch zwischendurch ruhig mal zu den Radiant Challenges gehen. Ach nee, lass uns das mal ruhig fertig machen, wir mal dabei sind. Also. Aber danach können wir, also wenn wir das hier halt fertig haben und noch Zeit haben, können wir gerne zu den Challenges gehen. Ja. Hätte ich auch Interesse dran. Ja, ich wusste auch nicht, dass es hier so eine Mission ist. Ich meine, gut, Slotterstar ist schon irgendwie, ja. Suggeriert das schon, aber trotzdem. Oh, wieder was Legendäres gedroppt. Ja, nice. Die Sirene. Und keine Muni mehr für die SMG. Oh, ich habe auch nur noch 500 Schuss, sehe ich gerade. Und dabei hat man schon so viel SMG-Munition, wenn man das auf Max hat. Die ballert sich so schnell weg.
Und keine Schrotmoni. Wenn wir die Runde abgeschlossen haben, dann zeig mir mal das andere Sirenen-Ding, was du aufgenommen hast. Mach. Ich glaube, das, was ich aufgenommen habe, ist vielleicht was für Jakob. Also für Jakobs. Also, da war auf jeden Fall, glaube ich, kein Lead-Damage dabei bei dem Class-Mod, den ich da gehabt habe. Ja, mir, es geht ja vor allen Dingen darum, weil ich Skills gepusht werden und welche anderen Fähigkeiten da drauf sind. Aber das gucke ich mir gleich in Ruhe an. Erstmal müssen wir hier gewinnen. Oh, was bist du denn hier? Ein Frostbeulen-Schwergewicht. Frostbeule? Ja, ich... Und was ich halt auch, also am dritten Teil halt jetzt gemerkt habe, ist, dass du eigentlich deine Action-Skills gerade nach hinten rauskommen noch benutzt, außer vielleicht den von Jakob. Also meine Mara-Skill nutze ich super viel. Ja, wenn du Phasenklammerung nimmst. Ja. Ist er jetzt bei mir nicht so der... Ja, aber der Facecrasp ist so gut einfach. Dann ist vielleicht deine Skillung einfach keine gute Endgame-Skillung. Ja, ich muss da auch nochmal so ein bisschen drüber nachdenken, aber eigentlich finde ich das halt mit dem, dass man jetzt unglaublich viel Life-Breaks und ein bisschen weniger Schaden, das finde ich eigentlich gut und auch mit dem Nahkampf. Ich habe auch viel von dem Life-Rack und sowas alles, aber damage-mäßig bin ich nicht auf die Skills gegangen, du hast. Ja. Aber mal gucken, vielleicht fehlen mir auch einfach nur noch passende Gegenstände. Ja, klar. Also, passendes Schild, wobei mein Relic ist eigentlich schon relativ gut für meine Füllung. Weil ich bin ja im Endeffekt wirklich der absolute Tank und hab den, die Phasenumklammerung nur noch mitgenommen für die Feuereinstimmung. Dass ich den Großteil der Standardelemente abwägen kann. Ja, du hast ja eh nur in zwei, du kannst ja eh nur Schock, Säure oder Feuer machen. Genau, genau. Die kriegst du ja relativ schnell freigeschaltet, Säure und Feuer. Ja. Brauchst du ja nur 10 in beiden. Ja, eben. Da ist ein Lootgeist. Ich werde den nicht kriegen. Wo ist er? Wo ist er? Wahrscheinlich jetzt schon wieder weg. Shit. Shit. Level 50. Shit. Oh, ich habe keine Muni mehr, sehe ich gerade. Ich wundere mich, wieso lade ich denn nicht nach? Au.
dann muss halt das Assault Rifle herhalten. Ups. Gott, ey, es sind noch so viele. Shit. Shit. Ja, ich bin nicht, weg. Dass ihr ich bin weg. Weg seid. Wer ist noch drin, ne? Nur du. Wahrscheinlich. Scheiße. Also, es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich das jetzt noch. Ja, ich schaff das nicht. Ich war komplett von Badassen eingezäunt. Versuchte ich irgendwie zu verstecken und wir machen das von oben. Das ist gut, wenn gerade Angel ist gleich wieder ab. Ah, scheiße. Kann es sein, dass hier irgendwelche Kugeln reflektieren gerade? Nein. Dann würde ich sterben. Okay. Komm auch, glaube ich, erst bei Chaos 2. Ja gut, ich weiß nicht, was die ganzen Mayhem-Mods sind. Ja, bei Chaos 3 kannst du schon rechnen, dass das sehr häufig kommt. Bam. Jetzt macht es meine Stellung doch für Zeit. Ja. Ah, hallo Legendary, was ist das? Ah, ein Sniper Rifle. Hat einer ein Sniper Rifle will? Das hatte ich auch schon, das ist ganz nett. Also, in einer kleineren Variante. Ein Gegner irgendwo nach unten. Ja, ich hol mir. Gut. Aber es ist noch nicht die letzte Welle, ich muss noch eine ganze Welle überleben. Nein, das ist die letzte Welle. Echt? Okay, gut. 3 von 4 sind fertig. Achso, ja. Ja. Ich bin drum. Ist okay. Das wissen wir. Arschloch. Gern geschehen. Oh Gott, das ist erst die zweite Runde. Heilige Scheiße. Ja, voll gut, Mann. So, Kenners. Gibt's hier Automaten? Ja. Ja. Okay, wir treffen uns bei den Automaten. Ich brauche Munition. Und dann können wir mal kurz wegen den Legendaries gucken, die bisher gefallen sind. Ja. So, das können wir weg. Gibt's hier Automaten? Was ist denn das für eine Frage? Arcani. Shoot
Ah, geil, die Legendary Jacobs, die ich mir von dir aufgenommen habe, ist genau dieselbe, wie ich gerade habe, nur mit doppelten Schaden. Alles andere ist exakt gleich. Nice. Nein! So, Zimmer? Ein Glück bist du nicht so ein lauter Hund, Rava. Akani heult gerade. Keine Ahnung. Akani heult. Nee, ist nichts für mich, aber vielleicht was für Jakob. Komm mal her. Ja, möglich, aber ich hab keine Ahnung, welche Skills ich brauche. Ansonsten habe ich noch das hier. Ich meine, ansonsten lege ich es einfach auf meine Bank und dann habe ich noch alle Skillungen was in der Hand. Mach das. Okay. Meine Sirene ist auch echt gut ausgestattet, glaube ich, also. Ansonsten habe ich hier noch eine Sniper Rifle. Ich sammle Loot, ganz, ganz viel Loot, den Martin einfach hat liegen lassen. Ich brauche nicht sammeln, Jakob. Ja, ich weiß, ich glaube, du bist seit 2 Jahren ausgemaxt mit Geld. Ich glaube, das ist die ich gerade habe, nur mit Feuer anstatt Blitz. Ja, auf jeden Fall, also wenn du halt jemanden tötest, kommt halt so ein Vulkan-Dings. Nice. Hab ich nie erfahren. Ach, die. Genau, ja, die hatte ich auch eine Zeit lang, aber halt wieder in einer schwächeren Variante. Also ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr eine Mocking Cutsman findet, krallt sie euch. Es gibt jetzt den Bonus Melivan Gun Kills, also wenn ihr Melivan Waffen habt. Oh fucking yes. Ja. Das sind meine beiden SMGs, die halt so ultra Schaden ballern. Ja. Achso, wir müssen uns ja wieder sammeln. Ja, ich bin auch noch nicht da gerade. So. Okay. Also den Loot, den ich jetzt gerade nur aufgehoben habe, war 500.000. Alright. Toll. Der auch immer gerade runtergefallen ist gerade runtergefallen, wo wir vollzählig waren. Nein, Simme ist nicht hier. Simme ist so überhaupt nicht hier. Ach man, Simme. Direkt den Gegner gerannt. Ich glaube, das einzige, Jakob, was bei mir noch wirklich besser werden kann, ist, dass alle meine Sachen gesalbt sind. Was? Gesalbt sind, also praktisch diese Zusatz. Achso, ja. Gesalbt heißt das im Deutschen. Ja, ist es im Englischen? Anointed. Achso, ja. Auch nicht viel besser. Ja, aber... Es ist halt, wenn du mit den deutschen Begriffen ankommst, weiß ich einfach nicht, was du damit meinst. Wir haben schon 5 Malibu-Kills.
Wir haben ja nur noch 4 Wellen Zeit. Könnte knapp werden. Ja. Shinobi Knock. Ja. Alter, der hat gerade sein Schild einfach so regeneriert. What the fuck? Shinobi. LOL. Ich hab das Gefühl, dass die Shinobi-Dinger mit Rüstung und Schild unser Untergang sein werden. Wenn davon noch mehr kommen. Da waren ja schon ganz schön viele eigentlich, also von daher. Ja. Weiß ich jetzt nicht, ob das so schlimm sein wird. Ja, sie schwer zu töten. Wenn davon noch mehr kommen sollten, das wären ja voraussichtlich mehr Badasses. Ja. Das ist ein Problem werden. Die könnten aber auch einfach 50 von diesen schweren Fotzenviechern. Ich wollte gerade sagen. Geben. So wie hier in der Mitte gerade, wo so viel auf einmal. Oh, Nates! Alter Schwede. Perfekt, Gewitter. Aber echt, ey. Aber wir haben auch schön was down gekriegt da drin. Alter. Wir haben irgendwelche Schildregenerationen. Das ist auf einmal boom. Ich bin gerade mitten dabei, auf den zu ballern. Auf einmal voll. Leute, sterbt man bitte nicht. Ich hab keine Lust, das Schmiede alleine zu machen. Ist gerade schwer, weil das Einzige, was ich von mir habe, ist ein riesen Heavyweight. Ich bin tot. Ja. Wahrscheinlich. Und ich lecke. Okay. Okay, gut. Simba bleibt bei mir. Sehr gut. Simba, du bist wollte eigentlich gerade zu Konsti und ihn retzen. War das gerade ein Lootgeist? Was? Kann ich auf einmal drei Legendaries abfallen lassen? Wahrscheinlich. Er hat ihn getötet. Ja, Leute. Spielt doch mal bitte kurz. Ich hab echt nichts Gutes auf Long Range. Ich muss mich gerade mal ein bisschen zurückziehen. Achso, ja, was auf jeden Fall teilweise mit den Schilden zu tun hat, sind die Nox. Weil die können verbündete Schilde buffen, wie sonst was. Akani! Grüß dir das. Leg dich hin. Ah.
Wer nein. liegt? Der Mann ist down. Ja, nee. Akani, wär doch mal ruhig jetzt. Da ist eventuell irgendwo eine Nock in der Nähe. Es sind alles Nocks gerade hier um mich herum. Eine habe ich gleich weg. Kann der mal stehen bleiben, der scheiß Nock da unten. Schilde von denen echt lächerlich stark sind. Ich sehe gerade keine Gegner mehr. Ich regeneriere mal kurz. Ja. Dann hole ich mir kurz neue Muni. Okay. So. Oh, es ist ruhig geworden. Leute, ich habe nur noch 720 Schuss und es sind noch zwei Wellen. Ich habe nicht Ahnung, ob ich noch Schuss habe. Für den Scheiß. Ja, wir können ja auch was von oben machen. Das ist auch wirklich die Schilde, das was wirklich hart bei denen ist. Ja. Der Rest ist easy. Ich hab Angst. Berechtigt. Oh, das passiert. Ach so, da oben sind die alle. Ja, halt dich zurück. Wenn es geht, auf die Nox konzentrieren. Ja klar. Also wenn ihr Aim habt, konzentriert euch auf die schweren Typen. Die Nox, die tun dann nicht ganz so doll weh. Das ja, Problem die tun ist, nicht weh, aber die machen die Schilder. Richtig. Das Problem ist teilweise, wenn die Nox ihren Shit Waffe aktivieren, dann kriegst du die schweren Typen einfach nicht down. Und dann auch die dreckigen Geister dazu. So, wenn ich weiß teilweise nicht, wo hier der Gegner ist und wo nicht, weil dieses scheiß Sicht es so verschwommen macht. Kotzt es extrem an.
Lol. Genau, spring doch einfach weg, wenn ich gerade dabei bin, dich anzugreifen. Mach ich auch immer. Ich schieße einfach irgendwo über einen Vorsprung rüber und treffe meine Gegner. Scheiß Aimbot. Noch mehr Nox, die Krise. Okay, ich muss das sichtbar machen. So, Kinder. Zack, 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 zack. Auf die Distanz treffe ich einfach nichts, ey. Ja, das ist echt schon Arsch. Lass mal ein paar runterkommen. Viele werden hier von da oben noch angezeigt. Ich sehe gerade nur einen. Ich weiß aber, okay, jetzt kommen welche. Oh, ja, jetzt ist was gespawnt. Warum habe ich nur was gesagt? Alter, was ist denn unter mir los? Ja, da sind jetzt alle gespawnt. Ich sehe die alle hochkommen. Oh, es ist noch alles. Ja, es sind alles schwere WTF. Was nicht richtig mit den Entwicklern, ey. Dachten sich wahrscheinlich sowas wie, wenn die bis hierher kommt, dann brauchen wir so eine kleine Herausforderung. Ey, die haben sich wahrscheinlich gedacht, wenn wir so eine beschissene SMG schon einbauen, dann brauchen wir auch noch eine Verwendung dafür. Wo hängen die denn da alle unten? Ach da! Das sind alles Nox. Krasse Sache. Ja, da unten sind so viele Nox. Alter. Halten die Gegner viel aus, ey. Sehr feierlich. Ja. Die Gegner denken sich aber bestimmt auch, man, die scheiß Sirene kriegen wir auch nicht down. Ich hänge, ich krieg die Fiese. Wo ist jetzt noch was? Da. Ja.
sehen, ob ich die so irgendwie treffe. Es geht ein bisschen Schaden auf die rauf. Nicht nur, dass diese Nox sich unsichtbar machen, sie machen auch so falsche Doppelgänger dahin. Ja. Und richtige Arschlöcher. Sagt dir der Richtige. Aber ich kann mich nicht unsichtbar machen, okay? Stimmt, das ist Sim. Ach, ein Sniper Rifle wäre jetzt echt eine schöne Sache. Ja. Ganz gut, Babe. Nox. SMG-Munition wäre eine sehr schöne Sache. Würde ich dir gerne geben, kann ich aber nicht. Ich würde dir auch gerne beim Schießen helfen, kann ich aber auch nicht, weil ich nichts sehe. Jakob, ich hab eine Sniper hingeworfen, die ich eingesammelt habe. Oh, nice, danke. So, und ich habe keine SMG-Muni mehr. Oh Mann, ich sehe mal die Gegner. Du kriegst ja keinen Schaden. Er steht direkt vor mir. Starker Schild. Eine, der wirklich gar nichts an Schaden bekommen. Also nicht nur Schadenszahlen geploppt. Okay. Sehe die letzten Gegner nicht. Ich sehe auch keine Gegner, aber ich sehe noch, dass ich danach noch eine Welle habe. Oh, ich sehe auf der rechten Seite ist was auf der Map markiert. Aber ich kann keinen Gegner dazu sehen. Und irgend so ein unsichtbares Arschloch. Das sieht vor allen Dingen out of bounds aus irgendwie. Da. Da. Das ist halt, wenn man das Gute, wenn die Granaten halt dingsuchend sind. Ja. So, aber ich rüste jetzt mal was aus und Martin, es tut mir jetzt schon leid, aber es wird wahrscheinlich wesentlich mehr bringen. Was denn? Ich habe jetzt doppelt Atomrakete ausgerüstet. Ja, ja. Dann bei dem Chaos, was da unten gerade ist. Ja, zieh sie hoch, dann schieße ich Atomraketen. Ich lache, wenn ihr da oben jetzt alles verreckt anhand von Jakobs Atomraketen. Ich würde so feiern. Weil wir nicht runterfliegen, sondern euch treffen. Ja, Leute, ich verziehe mich schon. Danke, tschüssi. So. Eine geht dahin. Und eine geht dahin. Ich brauche die SMG unbedingt nochmal als Elektro-Variante. Fickt euch einfach. Haut doch mal ab jetzt. Lasst mich durch. Ich bin Arzt. Also die Atomraketen haben was gebracht auf jeden Fall. Sehr viele Schadenzahlen, die ich hier sehe. Naja, Schadenzahlen hat leider nicht immer was zu bedeuten, wie stark dauernd die Gegner sind. Ne? Nee, aber... Ich treffe halt auch sehr viel damit einfach. Ja, gut, das ist auch eine Agro-Sache und so, ne? Im Moment sehe ich. Sehe ich jetzt was. Umso mehr du die Gegner in unsere Richtung lockst, umso besser, weil gerade sehen wir nur so 2-3 oder so. Ich versuche aber auch gerade nur irgendwie am Leben zu bleiben. Versuch mehr unter uns zu sein auch. Ich wollte es nur mal erwähnt haben.
Konzi ist down. Ja. Ja, ist egal. Konzi stimmt dem zu. Ups. Ich meine, die hätte mich wiederbeleben können, aber. What the fuck? Was denn? Naja, ich dreh mich um. Drei von diesen Schwergewichten, diese blöden Luftexplosionen machen. Ach, oh Gott sei Dank, gerade Angel war schon wieder ab. Ach, noch so ein Skill, den ich sehr lieben gelernt habe. Oh, meine One Looten. Entschuldigung, aber es bringt was. Ja. Nixer, das war mein Tank. Hier runter da. Aua. Martin, es dürften dann bald neue Gegner spawnen. Ja. Ich sehe nicht, wo der letzte ist. Ja, das bei mir. Wie kann man so einen starken Schild haben? Echt. Also wirklich. Wie viel Schildleben muss der haben? 500.000 oder was? Nice. Shotgun Kills, krieg ich hin. Puh. Eieieiei, Leute. Ihr müsst echt hängiger werden, wisst ihr, dass ich überhaupt bessere Schilder. Wenigstens eine der Atomraketen anequippe ich jetzt mal wieder. Ich merke, dass ich mit dem Charakter extrem viel weniger Geld gemacht habe als mit dem anderen, weil ich so wenig MOSDUs auch gekauft hatte. Ich sehe, ich habe hier eine Granate. Grausiger Ruf. Ist das diese Halloween-Granate? Wahrscheinlich. Ist die gut? Klingt Halloween-mäßig. Die ist nicht schlecht. Die schießt eine Granate, die einen Totenkopf mit leicht ballistischer Form. Und wenn der explodiert, legt er einen Säurefeld plus spawnt neue Totenköpfe, die dann zielsuchend sind. Okay. Könnte gut sein. Jakob, ich habe hier noch einen Sniper. Nee, ich habe jetzt erstmal was. Und das ist ja nur für, wenn ich oben bin. Nicht so, als ob ich jetzt nicht davon ausgehe, wo es wieder passiert. Du brauchst auch nicht so schreien. Sorry. Alter, deine eine verbuggte Waffe hier unten, die ganze Zeit am Nachladen schießen ist, ey. Das ist aber nur bei dir, glaube ich. Also, ja, wahrscheinlich. Also ich kann halt eh nichts hören. Habe ich mit den Atomraketen deine Waffen, deine Ohren kaputt gemacht? Das ist echt so schlimm, ne? Das komplette Spiel ist in normalen Lautstärke. Auch auf Wettgewitter. Kein Problem. Und dann kommst du mit der Atomrakete und du hörst nur noch diesen Nachhall der Explosion. Die ganze Zeit. Ja. Oh, hier in der Mitte ist eine rote Kiste. Gut. Achso, die geht wahrscheinlich auf, wenn. Ja, ja. Okay. Okay, wir haben jetzt so 10 Sekunden, bis wir alle tot sein müssen und nur Martin drin ist. Ja, so in etwa kurz auf. Hoffentlich nicht. Nicht, dass ich besonders stark bin, aber ich glaube, ich bin doch ein wenig effizienter, wenn ich hier unten stehe, anstatt da oben. Ready? Go. Würde ich doch gern.
Aber die Sache ist, dass wir hier hinten zurück, find da noch Loot und dann langsam vor. Da hinten sind. Okay. Ist das dein Plan, wie du in der Disco Mädels ansprichst, Jakob? Langsam nach vorne arbeiten. Als ob ich in eine Disco gehe. Es gibt auch Metal Disco. Ja, als ob ich in eine Disco gehe. Geschlechtskrankheiten kriegt man woanders viel besser. Denk dran, Leute, Shotgun Kids. Ich hab keinen. Schäm dich. Ich denke, du würdest das machen, Jakob. Ja, ich bin hier auch dabei, ne? Ich weiß noch nicht, ob die Secondary. Ich hab keinen einzigen Fehler gemacht. Ja, ich weiß noch nicht, ob die Secondary Explosions dafür zählen. Müsste eigentlich, weil mein Elementareffekt der Melivans hat ja auch gezählt. Als wir Melivan Kills machen wollten. Ja. Ja, aber das ist auch quasi das Markenzeichen. Wäre komisch, wenn das nicht zählen würde. Blutgeist. Oh, Blutgeist. Ja, aber ich glaube irgendwie bei mir zählt hier was nicht, weil... irgendwas hätte schon zählen müssen. Naja, mein Confidence Core macht nicht genug Schaden, um die jetzt effektiv wegzuballern. Ja, das war ich. Das war auch ich. Ja, ich habe jetzt keine Chance. Simme ist down. Oh nein. Ach. Geht abwärts. So, das ist ein Geist. Oh, ne? Oh. Eine Pistole. Ja, Interesse mit. Eventuell, keine Ahnung, mal sehen. Das ist halt der Bestienmeister. Also wir rendern eher was für Dings. Für Simme. Achso, warte mal, Simme ist ja oben, ich nehme die mal für Simme. Ja. Ja, nee, tschüssi. Mhm. Jakob, dann mach doch mal Shotgun-Kills, aber was ist denn mit denen nicht richtig? Ich weiß auch nicht, wieso die nicht zählen. Ganz ehrlich. Ja, ich habe jetzt auf den hier nur mit der Shotgun geschossen und es hat nicht gezählt. Kann ich nicht nachladen? Ja, oh Gott. Huhuhu. Aua, was? Aua, 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 tschüssi. Meine Ohren. Machst du zu? Noch eine legendäre. Ja, ist ein Assault Rifle. Ja, nehme ich. Jupp, du bist. Ich hab auch einfach beim Spielen gesehen. Das Gefühl, dass die meisten legendären Gegenstände, die es gibt, gestohlen sind. Ja. Weg hier, weg hier, weg hier. Cool. Oh Gott. Noch 10. Könnten wir schaffen vielleicht. Ja, wenn meine zählen würden, wäre das kein Problem. Oh, jetzt hat anscheinend einmal eine von mir gezählt. Wahnsinn. Ja. Oh
Manchmal ist es mit den Locks aber auch echt scheiße, sobald der Schild down ist, sterben sie halt instant an dem Elemental-Effekt, den sie drauf haben. Jo. Respawn, yay! Au! Wie, du jetzt oder was? Oder jetzt die Monster? Nein, Monster, also Gegner. Okay. Ich hatte gerade schon Angst, ich hab was von Glück gekriegt. Okay, was auch sein kann, ist, dass sie an den Nades sterben, die ich spawne, wenn ich kritte. Weil dann spawne ich bei Gegnern Nades. Übrigens, Martin, das hier ist die Halloween-Dings. Ja, ich hab's auch schon mitbekommen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh Gott. Danke. Nee. Doch. Angst. Doch, doch. Hab's. Okay. Oh mein Jakob, ich dachte gerade, du bist auf den scheiß super schwerer Badass. Dass meine Ohren sterben. Guck mal, da ist noch eine Atomrakete. Ach, verdammt. Vor allem, weil, wie ist das überhaupt nicht laut? Bei mir ist es eher so, als ob es allen anderen Ton einfach auslöst, ausschaltet. Wie nochmal? Bei mir ist die gar nicht so laut, die Atomrakete. Bei mir macht die eher so einen typischen, man hört jetzt einfach nichts mehr, weil alle anderen Töne dann leise sind auf einmal. Ding. Ja, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch an meinem Headset, aber das, bei mir löst es halt echt einen gewissen Druck auf Ohren aus. Ja, okay, das, ja gut. Ich dachte wegen Lautstärke ist jetzt. Ist ja, Druck, nee. Ja, weil es halt ein Basston ist. Ja, nee, so laut ist die jetzt nicht, das ist richtig, aber das ist halt. Hey, acht! Und ja, ich habe keine Muni mehr für den Conference Call. Und jetzt habe ich 8 wieder bekommen. Ich habe jetzt ein Magazin wieder voll. Wow. Beat Muni. Genau, fuck that wave. Man kann nicht so fuck sagen. Ja, die Secondary Explosions bei meiner zählen nicht, scheinbar. Ja. Und das ist halt, da macht die halt ihren Schaden. Ja, dann mach halt keine Secondary Explosions, was auch für ein Problem ist, Jakob. Ja, den kann ich über Schrot nicht verwenden. Ich mal nicht so. Beweis doch mal ein bisschen Skill, Mann. Halt doch mal deine Fresse, Alter. Wow. Hat er nicht gesagt. Ja, genau, so ein Moment war das aber auch gerade. Hat er nicht gesagt. Ich mache jetzt Martins Ohren kaputt. Bäm. Ja, lootet, aber. Au. Wow. Ja, siehst du, ich sterbe schon deswegen. Ein Hoch auf den Ruf. Ein Omen. Ja, so ein Angel. Besser, einer der besten Skills aus dem grünen Baum, finde ich. Ja, den Angel, ja. Ja. Ein Angel ist so brutal gut. Cutshot, Cutshot. Ah, ich muss nachladen. Könnte knapp werden. Cutshot, Cutshot. Ja, oh Gott, danke. Für die kurze Heilung. Aua! Ah, den hab ich gesehen. Oh fuck, bin in meine eigene Nate rein. Okay. Den kriegen wir noch down. Ja, weiß. Wieder keine Muni. Mein Inventar ist voll.
10. Elf. Oh, Hilfe. Ich habe keinen Gegner. Komm mal. Ah, knapp. Komm runter. Nice. Ah, kannst du dann bitte die Rede? Ja, oh, ja. Nice. I need money for the last potion. Stimme, kannst du nicht draußen mal ein paar Kisten aufmachen? Für welche Sinn? Ich muss vor allen Dingen hoffen, dass du da so einen Schockgang drin hast. Da liegen man nicht mal Schockgangs durch in der Gegend rum. Shit. Ich sehe hier keine Kisten. Was ist schlecht? Alter, das ist immer noch die dritte Welle. Ja, aber das ist in der Hinsicht, dass wir immer noch 4 Kills machen können. Ja, aber trotzdem. Wenn hier irgendwo eine Shotgun rumliegen, sag Bescheid, ich brauch die Muni davon. Ist das in dem Spiel auch immer noch so, dass du mit der ja. Waffe Munition aufnimmst? Okay. Ja. Also meine ich zumindest. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, ich hätte das nicht gesehen. Ich hatte es mir irgendwann mal auch, oh shit. Hilfe. Ich bin hinter dir, renn nicht weg, ich bin hinter dir. Ah, wusste ich nicht. Nee, der Sniper. Ja, ist gut. Doch, du kriegst Muni. Ich hab grad beim Aufheben ganze 4 Schuss bekommen. Wow. Yep. Ich bin down. Scheiß Geister, ey. Ah, die Geister könnten mir eine Rettung sein, die droppen Munition. Ja. Ha! Ich hab von hier oben einen Shotgun-Kill geschafft. Nice. Was? Ich hab auch 2 noch. Gemacht. Oh, ich kann gleich wieder meinen SMG benutzen. Heule vor Freude. Noch nicht durch die Welle, alter Scheiße. Heilige Mutter. Ich bin das erste Mal. Böse Welle. Morgen. Shit. Ah, du liegst ungünstig, Jakob. Ja, ich weiß. Aber ich krieg den Heavy hier. Ein noch. Ah, nice. Nice. Oder auch nicht. Doch. Achtung, okay, gut. Ich hab's nicht klingen gehört. Ja, ich hab wahrscheinlich gerade Bumm gemacht. Jetzt hast du Bumm gemacht.
Hab dich. Oh. Gut. Werde geschafft. Ja, und jetzt kommt noch eine. Oh mein Gott. Striker. So. Dunkle Omnisphäre. Okay. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Alter. Also ich hatte nur Hackhunde. Ja, und Battlewolf und Nullhounds. Badass War Dogs. Die Elektrofeld ist ja ekelhaft. Die sind so ein bisschen wie das eine Schild, was ich gefunden habe. Nee, das eine, nee, doch Schild war es. Oh Gott. Rückzug. Ich hab nur gesehen, was da aus dem Gang rauskam. Sind aber eigentlich auch nur so behindert, weil die so einen starken Schild alle haben, ne? Ja. Weil denn so viele auf einmal spawnen? Ja, ich glaube, es ist nicht mehr die Menge. Es ist wirklich eher der Schild, der einfach so ätzend ist. Bei allen. Ja, Leute, kommt mal weg hier. Kommt, ich hab. Ja, ihr seid alle ganz elektrifizierend, ich weiß. Au. Doch, es ist auf jeden Fall auch die Menge, Martin. Es sind überall nur Gegner hier. Oh, da hat jemand ein Legendary gedroppt. Ja. Was ist das denn Schönes? Combat Rifle. Ah, okay. Welches? Ein Combat Rifle. Ah, okay. Ah, das ist Ready Fire. Respawn. Der Friendly Fire ist, glaube ich, etwa das, was die auf dem Rücken haben. An Waffen. Oh nein, Shinobi. What the hell? Bruh. Was also, geht ab? Also, wer hier seinen Schaden mit Elementar noch nicht voll hat, hat hier die besten Möglichkeiten dafür. Ja. Es ist gerade einfach wirklich so mittendrin ein Lootgeist gewesen, der ist einfach in meinem AE gerade gestochen. Ich hab's gesehen. Kranker Scheiß. Ja, die Geister sind aber auch die einfachsten Gegner hier. Ja, natürlich. Noch ein Lootgeist. Und er ist auch da. Ja, oh, Iron Bear hat gerade nochmal geschossen. Der erste Quest ist halt voll in meine SMG-Wave reingeflogen. Ja, auch in meine Atomrakete. Also da ist wahrscheinlich gerade viel zusammengekommen, ja. Einfach nur.
tun? Schieß einfach auf irgendwas, Konsti, es wird sterben. Ja, schieß da rein. Genau. Irgendwie bist du nicht in der Lage zu schießen, habe ich das Gefühl. Das ja, sind alles Badasses. Jetzt muss ich mir in die Fresse schlagen lassen, damit du überlebst, ja? Ey, so viel Loot. Warum jetzt kann man den Backpack nur bis auf 40 erweitern? Ja, kann man den eigentlich im Second Playthrough weiter hochleveln? Habe ich noch gar nicht geguckt. Ich hatte ja erst jetzt im ersten das voll gemacht gehabt. Ja. Wow, hi. Aus dem Nichts. Bitte zu Ende. Ja. Ja. Okay. So, ich nehme halt auch ein paar Waffen mit, um meine Munitionskosten wieder reinzukriegen. Ja, ne? Ja, langsam wird's echt teuer. Martin, dein Effekt Medikills. Nice. Sehr gut. Sehr gut. Ja, mache ich euch. So, bitte denn auch mal Legendaries auf den Boden droppen, die so gekommen sind. Ich will da mal durchgucken. Ich habe keine neue, glaube ich, aufgenommen. Außer die beiden, die Sirenen-Sachen. Ach nee, doch, ich habe die Pistole aufgenommen, die was für Sinne wäre, weil sie für einen Westernmeister gesalbt ist. Und anointed ist. Meine Anfrage wäre, ich habe jetzt wie gesagt noch eine Legendary Sniper im Inventar. Will die jemand haben, sonst verkaufe ich sie. Was kein Interesse. Für einen? Sag ich euch gleich. Ja, gerade jetzt wäre eine Legendary Sniper vielleicht noch gut, ne? Und das ist die Runde. Pistole, die was für Simon auf jeden Fall ist, wegen Salbung und so. Leider noch zwei Level reichen, bis ich... Ja, das ist der Shreddy Fire, ne? 114er Magazin. Ich hab den auch schon mal getestet, aber der ist... Also jetzt hier in unserem Ding kann der, glaube ich, gut sein. Aber... In den Boss-Dingern ist der echt scheiße. Ja, mal schon. Ich gehe jetzt noch ein bisschen looten. Ich habe hier, sehe ich gerade auch noch mal irgendwie ein Schild doppelt. Wenn überhaupt was liegt. Overflowing Schrei des Terrors. Ja, ist der Halloween-Schild. Ja, ja. Warum hat Simme sich seine Pistole eigentlich nicht mitgenommen? Was mit ihm nicht richtig? Der ist gerade looten. Ja, es ist auch gerade alles leer gelootet. Ja. Oh, ja. Alter, hier ist schon wieder eine verbuggte Pistole von deinem Nachladen, ey. Boah, und die ist jetzt in der Arena. Da ist nochmal der Schild. Boah, jetzt habe ich zwei von den Scheißviechern, ey. Wenn sie wenigstens Schaden machen würde. Ja. Eine Wächtermarke. Da habe ich noch keine wieder. Ja gut, ich bin halt durch meinen Farming Run auch stark im Vorlauf. Ja, klar. Ich weiß nicht, wie lang bist du jetzt, Jakob? 43. Ja, okay. Ich bin 54. Aber eigentlich, Martin, ist die mit dem 114er Magazin genau meine Waffe, weil ich werde so viel Munition regenerieren damit. Es gibt, ich will nochmal ganz kurz auf Klo und dann kann man anfangen.
crap. Sind wir bereit? Jo, Jakob, es gibt eine, zwei Pistolen, King's Call und Queen's Call. Ja. Mit denen kannst du prinzipiell, wenn du crittest, unendlich schießen. Okay. Weil die praktisch, also die verbrauchen 3 Munition pro Schuss. Alle rankommen, haben... Martin. Achso, ich dachte, er hat schon gestartet. Nee. Die verbrauchen 3 Munition zu Schuss, haben immer 6 im Magazin, also können nur 2-mal abfeuern. Ja. Bei einem Crit kriegen die aber 3 Munition zurück. Ah, okay. Die wären halt vor allen Dingen für Fleck zum Beispiel gut. Oder, ja doch, der Fleck war das, glaube ich. Ja, Fleck, der kann ja dafür sorgen, dass er fast nur crittet. Egal wo er hinschießt. Ne, der hat ein Skill, wo es in einer bestimmten Zeit alles als Crit gewertet wird, egal wo. Ja, dauerhaft kann er das, glaube ich, sogar machen, dass das zu einem gewissen Prozentsatz Crit wird. Ja, das weiß ich. Ich hatte nur gelesen, dass er auch ein Skill hat, womit alle Treffer als Crit gewertet sind. Was sozusagen für ihn eigentlich die perfekte Pistole dann ist. Ja. Aber gut, mit den Crit-Werten haben sie sowieso einiges. Es gibt sowohl eine Sniper Rifle als auch eine Pistole, die praktisch als Effekt hat, dass wenn sie crittet, dass sie richtig crittet. Also es gibt eine Pistole, die hat plus 650 Crit-Schaden und ein Sniper-Gewehr, was plus 500 Crit-Schaden hat. Ja. Also das Combat Rifle verzieht leider ziemlich stark, also du musst extrem viel gegenhalten. Aber ja. Ich kann damit wirklich eigentlich unendlich schießen. Das ist gut. Zur Not warte ich meine Sekunde und dann ist mein Magazin wieder voll. Nach einem Crit halt. Ich benutze unendlich schießen gerne die Infinity. Da brauche ich nicht warten. Da kann ich meine Maus 1 einfach irgendwie, weiß ich nicht, einen Stein drauflegen und dann. Bleib ich einfach stehen, bis alles tot ist. So, ich... Oh, fuck, ich wollte eigentlich mal das Combat Rifle wechseln, aber ich glaube, ich kann hier gerade nicht ins Menü. Wir haben neue Gegner. Ja. Beziehungsweise, nein, nicht neue. Wir kennen die schon, aber... Echt? Hier sind oder die neuen. Wir die mal machen? Ich komme unbekannt aus der Story. Wo hatten wir denn die da? Auf dem Medivan-Planeten. Fand ich auf jeden Fall. Habe ich keine Erinnerung mehr. Oh, hallo. Aha. Oh mein Gott. Das war knapp. Das ist es des Öfteren. Es war vielleicht so ein Millimeter vom Tod entfernt. Wie war das totgesagte Leben länger? Ich weiß nicht, was der Bonus von dieser Waffe ist. Gut, ich wusste es auch bei der anderen nicht, aber... Bei was denn? Bei welcher? Die ich hier gerade habe. Aber ich kann dir nicht sagen, wie sie heißt. Ah, okay. Also ich habe bei vielen Waffen gelesen, dass der rote Text eigentlich nur
also keinen speziellen Hit. Ja. Noch hat, sondern eigentlich nur die Werte festlegt. Ich weiß. Was ich ziemlich lame finde bei vielen Waffen. Ja, aber sie haben ja mittlerweile so viele Legendaries, sie können es nicht einfach mit jeder Waffe machen, dass sie da jetzt so viele Effekte drauflegen. Ja, da muss ich halt zum Beispiel sagen, finde ich eigentlich blöd. Also ich würde mir eigentlich lieber, also gerade bei den Legendaries, wünschen, dass es weniger gibt. Ja, aber dann sorgst du wieder dafür, dass die Leute weniger Builds machen können. Naja, aber wenn sie halt dafür sorgen würden, sag ich mal, dass zum Beispiel die manche epische Waffen für gewisse Builds ja einfach besser sind als der Legendary. Na, das wollen sie ja nicht. Ich habe bei Borderlands Freiheit schon das Gefühl, dass es verdammt viele Legendaries gibt. Ja, gibt's auch. Aber gab's in den anderen Teilen auch, also. Aber nicht so extrem, fand ich. Ja, aber in den anderen Teilen konntest du auch nicht so so extrem breit skillen. In den anderen hattest du halt einen Action-Skill und der war genau dieser eine Action-Skill. Ja, hat Vor- und Nachteile, ne? Alter, wie viel da kommen? Perfekt für meine SMG. Perfekt für meine Nades. Die ganzen Geister, die da einfach spawnen, weil wir einfach nur da reinschießen. Naja, meine Nades sorgt halt auch für Geister, ne? Ach du Scheiße, was geht denn hier ab? Ich erkenne Hilfe. Ja, das Ding bumst nicht. Okay, weg. Hi. Hi. Was stirbst du? Ja. Ich bin tot. Es sind so viele Gegner hier. Die halten so viel aus. Ich schieß Atomraketen auf die, Schatz. Atomraketen! Nein! Ah! Eigentlich zündet er nur den Knaller, wenn man ehrlich ist. Ja, eigentlich zündet ich nur den Knaller, stimmt. Hier, da ist ein Knaller. Jetzt habe ich keine Knaller mehr. Ich bin out of Knaller. Ah, ein Hund! Was? Oh Gott! Ich bin von Rabe angegriffen. Ja! Ich schaff das hier nicht. Ich bin tot. Ich kann mich hier nicht wegbewegen und sterbe. Doch, ich schaff das. Oh Gott. Wieder bist du oben gestorben gerade? Ja, die schießen auf mich. Nee, aber ich find's ja schön, dass du mit dir rausgehst. Jo. Ja, mach ich. Liebe. Gemacht. Ah ja. Das ging schnell. Martin, willst du auch? Von dir doch immer. Na dann. Komm her. Ja. Ich warte so auf dich in. Lol. Alter, was macht der für einen Schaden? Mach auf halt durch. Schieb da auf S. Was immer es ist. Ich sehe es nicht mehr. Es hat sich versteckt. Nice. Oh Gottes Willen. Oh, das ist zu viel für mein Herz, ey. Was ist denn mit mir los? Alter, weißt du, was hier gerade abgeht? Ich weiß es, ich bin dabei. Das ist doch schlimm. Was die da in unsere Richtung ballern. Ey, das ist so krank. Das ist erst die zweite Welle, ey. Martin, ich glaube, ich schaff das nicht. Ich glaube, das ist zu viel. Weiß nicht. Okay, ja, dann nicht. Alles klar, ich habe mich wieder gefangen. War dann mal so tot. Ja, aber die Ballisten und Centurios haben halt... Ey, die haben so viel Life. Und hier ist so eine unsichtbare Waffe, die ganze Zeit nachlädt und dabei schießt. Ach, siehst du, ich muss ja Nahkampf-Kills machen. Aber hier ist schön viel Loot.
Warte mal, ich muss mal schnell noch neue Nahkampf jetzt machen. Ach nee, warum sind es denn so eine... Ja. Alter, wie viele Schädel sind denn da? Das sieht so lustig aus. Da haben gerade beide einfach mega viel reingehauen. Nur Nades, ne? Ja, ja. Ist halt, wenn die so spawnen, ist das halt so geil. Alter, ihr hättet mal meinen Live-Balken gerade sehen sollen. Ein Glück heilen meine Nades mich. Ein Glück habe ich den Second Wind. Ich weiß auf jeden Fall, warum diese hier Nahkampf links ist. Weil es eigentlich unmöglich ist, die zu kriegen. Ja. Ich könnte eventuell sterben. Ich sterbe nicht. Aber ich könnte gleich wieder sterben. Das sind einfach überall Gegner. Ich kann ja, komm in meine Richtung. Komm irgendwie in meine Richtung. Hier geht's. Ja, ich hab da Raketenbeschuss. Schwierig. Artilleriefeuer und so. Alter, wie viele Badass-Geister hier auch sind. Noch einer, noch einer. Weißt du, was für Badass-Geister? Alter, die killen mich hier fast, ja? Ja, das war ein Badass-Geist. Vielleicht kriege ich den. Ich weiß es nicht. Nee, ich bin tot. Zu viel. Der letzte im Ring? Ja. Ja, ich versuche am Leben zu bleiben, Thor. Weil du hältst dein Team auf, was du mit ihm nicht kriegst. Ja, das ist verbuggt. Oh nein, der kommt ja zu mir. Ich hab dir gerade Munition beschafft. Ich weiß nicht für was, aber dafür habe ich die Munition geholt. Oh mein Gott. Ja. Martin, danach sind nur noch zwei weitere Wellen, ne? Ihr habt es doch eben in der Welle so gut hinbekommen, Leute. Ja, es wurde denn jetzt einfach zu viel da unten. Das ist... Ach, was hab ich denn hier? Die Waffe will ich doch. Also ich würde halt behaupten, egal wie ihr es macht, aber verschafft mir SMG-Muni. Kann ich das hier gleich überlebt. Ah, in Battlefield. Mal eine willkommene Abwechslung. Gleich kommt noch für mich ein Kampfwolf dazu, war ja klar. So, Kampfwolf ausgeschaltet. Ich krieg die Nades nicht weit genug geworfen. Raketen kommen. Hab keine Nades mehr. Wenn ich überlege, weil ich gerade bei den Kriegsrücken hier, den Schadenzahlen bei denen aufploppen und wie wenig es macht. Ja. Das ist halt so. Die sind so krass. Ups. Du weißt, in den ersten Rücken ging das dann auch echt gut. So irgendwann. Ob die einfach zurennen mit dem SMG, mit dem, Assault Rifle, aber mittlerweile ist es halt...
Martin, du musst nur 8 Medikills machen. Ey, ich würde das so gerne, ne? Ja, vergiss es. Ist gerade nicht wert. Ey, ich treff da unten auch nix. Name ist verdient von der Arena. Slaughterstar? Definitiv. Ja. Noch 7. Ja, wir bereiten hier gerade eine Dark Ballista vor. Könntest du jetzt theoretisch Milin hier, den einen hier vorne? Warte. Wo? Wenn er nicht gleich stirbt. Ich hab noch einen Badass hier. Au. Zuerst sterben. Ja, keine Ahnung, kommt der andere. Ne, der ist noch nicht gestorben. Noch 6. Alter Schwede, was geht ab? Das Beschissene sind halt echt die Hunde, ne? Die kommen an, greifen sich kurz an, merken, ja, sie haben keine Chance und rennen wieder weg. Ja. In der Zeit regenerieren sie voll viel. Oh, ey. Okay. Genau. Plus wird lustig hier. Mach ich. Der hat vielleicht Nerven. Auch nervig. Jetzt stellt euch das mal auf Mayhem 3 vor. Nein, und danke. Ich meine, wenn Martin hat in der ersten Welle noch gesagt, ach, eigentlich könnten wir ja hochschalten. Die ersten Wellen waren aber auch tatsächlich einfach, ja, ne? Im Vergleich also, zu denen. Du sagst es halt, wie es anzieht, aber da muss man auch sehen, wie es alle. Also, es sind noch nicht alle 50. Es haben nicht alle, sag ich mal, ja, das, ich weiß, halbwegs gutes Equipment. Seid ihr noch nicht 50 hier beide? Nee. 49 mittlerweile. Aber weil ich ungefähr 2 oder 3 Level hier hochgestuft bin. Ja. Ja. Mann, wieso rennt dieser Hund immer weg? Da ist er. Das Schöne ist, wenn ich so viel Schaden bekommen habe, kann ich genauso schnell rennen wie die. wir sind keine Gegner. Das ja, ist egal, ich will die in Berlin. Wenn sie nicht ständig wegrennen würden! Boah. Gut, nehme ich mir ein paar Kekse. Scheiße. Du hast keine? Nein, aber ich wollte nicht Berlin, weil er dann so schnell down war, nachdem er alle Mentaleffekte bekommen hat. Ja, es ist halt immer das Blöde, ne? Du musst die so präzise runterhauen, um dann den Midi durchzukriegen. Das Schöne ist ja, ich habe gerade mal die richtige Apokalypsen-Nachricht gesehen. Ich muss ja 5 Wellen schaffen insgesamt. Habt euch aber toll ausgesucht, alle zu sterben. Vielen Dank dafür. Denke ich eben. Du hast jetzt wahrscheinlich gerade den letzten Gegner dieser Welle. Ja, ich wäre mir da noch nicht so sicher. Auf jeden Fall werde ich ihn kaputt hauen. Komm her, hier, hör auf wegzuspringen. Nein! Nein!
Du hast noch zwei Wellen. Das ist mir so egal, Mann. Ich, das. Ah, egal, ist okay. Ich wollte fragen, was rennt denn so zielstrebig auf mich zu? So. Erstmal was zu trinken eingießen. Wieso kommen keine Gegner? Ah, so, Gegner spawnen. Hä? Wie hast du das jetzt geschafft? Boah, ich bin von einer, nein, geh weg. Ah, was ist das denn? Was seid ihr, verdammt? Die Runde besteht aus 6 oder 12 oder was? Jakob, die waren gespawnt, aber nicht aktiv, weil ich nicht so in Reichweite von denen war. Ah, okay. Aber ich hatte es auch noch nicht auf der Map gesehen und alles. Naja, die standen alle unten. Ich hier wieder mein Kabuff rein. Fickt euch doch alle. Fuck you guys, I'm going home. Der Cartman Move. Ey, aber ganz ehrlich, Mann, das waren in 12 oder mehr Hunde. Ich bin gerade gefangen mit einem, mehr oder weniger. Ja, jetzt rennt er wieder weg. Also, ja, ich sehe die ganzen Hunde hier, aber ich treffe nichts davon. Weil die so durch die Gegend rennen. Ach, hallo, ich schieße da jetzt Atomraketen rein. Ach, schön, erstmal eine Legendary gelootet. Ich hab Angst, die Hunde sind hier drin. Guck hier, die Hunde sind weg und ich hab Geister. Ich hab immer noch Angst. Ich hab ne Feuer-SMG, wenn jemand möchte. Ich hab einen toten Konsti, wenn jemand möchte. Nee, ich meine, ich hab gerade tatsächlich diese, ja, ich halt hier benutze, diese Maliven-SMG, davon habe ich eine gefunden. Die ist zwar an sich im Grundschaden besser als meine, aber die ist halt nicht anointed. Meine ist anointed, und durch meine anointen Dings ist meine halt stärker. Ja. Weil ich halt ein Equipment mache, macht meine FMG zusätzlich nochmal plus 50% Strahlungsschaden neben dem Feuer. Leute, ich habe ein riesiges Problem. Ich habe nur noch 90 Schuss für meine SMGs. Ich guck mal, ob unten Munition respawnt ist. Versuch gleich, sobald es ein bisschen was weniger wird, so viel SMG und viel. Ach du Scheiße. Hier draußen ist schon alles gelootet. Ja, ich versuche jetzt mal ein bisschen mit der. LOL! Bei mir ist ein Kriegshund. LOL. Hier draußen sind Gegner bei uns. Ja! Nur noch 5. Kommen die denn hier hin? Keine Ahnung, rausgebackt. Nur noch 4. Vielleicht können wir reinbacken. Es gab doch, gab's nicht beim ersten Borderlands 1, wo du reinbacken konntest? Weiß ich nicht. Oh Mann. Sehr hilfreich. So. Ich weiß. Wenigstens schicke ich den Fahrstuhl immer wieder runter, wenn ich oben bin. Da, ich werde für den Hund gefickt. Ah! Also ich würde dir aber vorzugen, wenn man hier ein paar Leute reinschickt, die mir helfen. Ich kann dir Raketen schicken. Ja, besser ist, also da ist dann besser SMG. Vielleicht sind die ja mit SMG-Munition geladen.
Nein, leider nicht. Ah, schade. Also diese Alter! Was geht denn hier? Ich springen. Heilige. Ja, ich hatte Aggro. Ja, kann man wohl sagen. Die killt mich mit einem Schlag, was ist das für ein Ding? F you. Alter. Lol. Da hab doch eh schon alle raus. Ja. Wenn ich wiederbelebt werde, da kommt eine Rakete an und ich bin einfach sofort wieder tot. Ist das nicht mehr feierlich? Nee. Das ist absolut nicht mehr feierlich. Oh nein, das ist gerade alles nicht gut. Das ist gerade alles nicht gut. Ich brauche mehr Nades auch. Ich hab mal eine Nade. Wieso kommen diese Hunde hier die ganze Zeit rein? Ah. Sie merken, dass sie nämlich keine Chance haben. Lass mich raus hier, lass mich raus. Deine Ohren? Ja. Bleibst du hier? So. Noch zwei. Du bist so krank, Martin. Du bist so krank. Sag es, die Hunde ist das Nahkampf tatsächlich gut. Ja. Hier ist eine sehr stark angeschwächte dunkle Balliste. Oha. Nee, ich geh erstmal weg. Tschüssi. Aber stimmt, da ist eine sehr stark angeschwächte dunkle Balliste. Ja, ich renn schon hin, wo immer sie ist, ich geh mal hin. Ah, ich sehe sie, aber die hat noch zu viel. Nee, eine andere. Das ist sie nicht. Die bereiten wir gerade noch vor. Ja. Oder wir töten sie einfach, weil du von einer Million Hunde verfolgt wirst. Ah! Jetzt ist er sehr stark angeschwächt. Die hat mehr Lifehack, als ich Nahkampfschaden machen kann. Und das hat schon was zu heißen, wenn mein Schild down ist. Ja, Lifehack? Ja. Ja, doch kein Lifehack. Die hat Life regeneriert. Ja. Alter. Ich bin down. Oh, ich hab Raketen gefunden. Oha, Geister! Bitte, mein Guardian Angel ist noch nicht ready. Ich muss noch einen Moment warten, bitte. Oh, noch einen. Nice. Hast du einen Geist gemilied oder was? Nein, die Geister zählen nicht. Ah. Wie unfair. Ich hab. Oh, ein Legendary. Ich muss zurück. Meins, tschüss. Oh Gott. Fertig. So, jetzt können wir anfangen zu töten. Ja, okay. Es liegt einfach überall Loot. Ist so krass, oder? Pass auf, und jetzt der Clou. Kurz bevor ich die letzte Welle schaffe, stürzt mein Borderlands ab. Ach so. Na, das ist ja schon die letzte Welle. Nein. Oder, ah nee, oh sorry, ich bin in der Zeile verrutscht. Fuck, ey. Ja, bin ich froh. Aua, Mann. Ja, ich renn ja schon weg. Aber hey, wir sitzen erst zweieinhalb Stunden dran, ne? Nein, ich lebe. Nein, ich lebe nicht. Guardian Angel? Guardian Angel? Oh Gott.
So. Jetzt machen wir hier mal wieder ein bisschen Elektroschaden. Gut. Ich sag euch, ne, wir hätten, glaube ich, schon Runde 2 nicht geschafft, wenn ich einen Garden Angel nicht hätte. Durchaus möglich. Nee, das ist ein Fakt. Der Skill ist echt krass. Du hast irgendwie jede Minute einen automatischen Retz. Ich glaube alle 2, aber ja. Häufig. Shit! Nice. Ich weiß nicht, was gestorben ist, aber es ist gut. Also, es tut, dass so ist. Ja, war vielleicht sogar wirklich eine Atomrakete von mir. Ja. Na. Ah, lass mich durch! Ich bin Arzt! Alter. Ey, die scheiß Hunde. Ja, die Hunde sind böse. Vergesst, was ich über die Nox gesagt habe. Die Hunde. Die Nox? Die Nox. Ah, Nox. Fuck it. Hey, ich habe einen Guardian-Token. Habe ich auch. Würde ich gerne ausgeben. Würde mehr Spaß machen als das hier. Alter, ist das krass! Jetzt soll mal noch mal einer sagen, wenn es gelungen ist, nicht late gehen. Was? Jetzt soll mal noch mal einer sagen, wenn es gelungen ist, nicht late gehen. Aua. Hab ich dich getroffen? Gesicht. Ja. Sehr schön. Das Problem ist, mir geht auch die Munition für meine Assault-Rifle aus. Naja, wir können die hier laut draußen in Wirklichkeit keine Munition mehr anholen. Alles schon offen. Das ist halt echt scheiße, weil ich überlege, weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll auf Dauer. Also, die Welle schaffe ich schon noch. Überleben. Irgendwann killen wir die von hier oben. Wenn wir sie vor die Nase kriegen. Man, irgendwie Munition, die man hat, fallen lassen? Nee. Oh, ja, und ich renne auch noch voll rein in den Scheißgeist. Oh, ein SMG. Nee, das war kein SMG, egal. Ich fange gleich an, den ganzen Loot einfach aufzusammeln oder in irgendeine Ecke zu schmeißen, einfach nur um die Munition zu kriegen. Ist das der letzte Hund? Ja. Also für die Wälder? Ja. So, wo spawnen sie? Ich habe keine Ahnung, bei mir zum Glück noch nicht. Bei was spawnt? Letzte Welle, letzte Hunde. Runde. Garantiert Hunde. Ich treffe sie gerade nicht. So. Jetzt habe ich was getroffen. Ah nein, warte mal. Ja, so hier. Wenn wir das überleben sollten, werdet ihr es haben, dass der komplette Loop auf einem Punkt liegt. Kann nicht leben. Ich weiß nicht, wo die Gegner sind, aber wenn du sie hier hochbringst, dann das wäre ganz cool. Ich muss erstmal Loot wegschmeißen, damit ich neuen Loot für Munition aufheben kann. Okay. Solange die auch nicht mehr Nachruhe haben, bin ich da sehr froh drüber.
Also ich sehe einen Nock. Den Hund. Ja, ich sehe, dass ich viel zu wenig Munition habe. Dunkler, brutaler Badass. Und wir sind schon wieder Hunde. Verprügel den Badass noch gerade einfach nur. Hey, ein Centurion! Hasselgeister. Ich hab keine SMG-Ammo mehr. Aua. Schaffst du's? Mhm. Martin, wir können gerade nicht helfen, weil wir gerade keine Gegner sehen. Oder nur sehr schwach. Oder schlecht sehen. Ich renn mal rüber. Ja, wenn du zu uns kommst, wird es wesentlich mehr helfen, weil sie dann viel mehr offen sind. Die Sache ist, bei euch kann ich mich nicht gut verstecken. Oh. Da hinten habe ich einen Container, in dem ich halt den Großteil des Schadens immer abfangen kann. Es sei denn, die Hunde rennen halt rein. Hat schon einen Grund, warum ich halt in dem Kabuff sitze. Mann, dass dieser Hund irgendwann weg sein muss. Wie lange ich diese Waffe durchballern kann.
Aber sie macht zu wenig Schaden. Auf der rechten Seite ist noch ein Badass Nog. Falls ihr eben vor die Flinte kriegt. Fuck it. Oh, ich hab den Garden schon wieder gehabt. Nice. Oh. Oh. Ja, wie gesagt, ohne den würde halt echt nicht gehen. Rechts sind gerade Gegner nachgespawnt. Aber wie gesagt, das hat keinen Schaden gemacht. Heute ich leider halt echt an absoluter Munitionsknappheit, ne? Glaubt mir, wir auch. Ich muss jetzt echt runter und nachkaufen. Ich will auch gerne nachkaufen. Alles voller Badasses. Ja. Ah, Kriegshund hinter mir! Lebst du immer noch? So, ich muss mal eine Runde rein, um Hut einzunehmen. Aua, und ich werde natürlich voll in den Wetter rein. Was bist du? Bist du einer? Dann kriegst du das ja auch nicht besser.
Mir würden normale Geister gerade gut tun. Die droppen Loot. Also Munition. Ja. Problem ist, die Gegner sind hier einfach alle Badass. Ja. So, also ich hab nur noch eine Waffe. Oder, naja, ich hab noch was im Inventar, aber ich hab an sich eigentlich nur noch eine Waffe, die so gut ist, die Munition hat. Ja, wir kennen hier nach und nach ein bisschen was weg. Also. Alles, was hier auf der rechten Seite an Heavies ist, das kriegen wir langsam weg. Sehr, sehr langsam. Oh, das geht. Ich würde jetzt echt zu gern mal interessieren. Hab da gerade meinen normalen Geist gekillt. Den anderen mit diesem Dings, was es mal gab, mit diesem Kill-Count dann. Wie das gerade aussieht. Mich ja mal interessieren. Also wie viel ich hier unten kille und die oben. Meinst du das, was bei Moxie war? Genau. Ach, der lebt noch. Centurions, die halten echt zu viel aus. Die halten alle zu viel aus. Ja, aber die sind jenseits von Gut und Böse. Ich habe gerade 4 Atomraketen in den reingehauen und das hat dem nichts abgezogen. An normale Badasses habe ich da so zur Hälfte down mit. Gegen die Hunde haben wir auch eine echt schlechte Chance. Weil wir die zu wenig sehen. Ich sehe die genug. Darum geht's nicht. Ja, ja. Du musst springen bei allem weg. Da ist auch ein Badass Heavy, den man. Nein, wieso bin ich rumgelaufen? Ah? Wieso bin ich nur rumgelaufen? Warum? Meinst du, dass wir sie jetzt kriegen oder wie? Nein! Es ist. Es war das Respawn. Weil ich rausgelaufen bin. Ich verstehe nicht, wie du das meinst, aber okay. Es war Respawn, weil ich rumgelaufen bin. Die Gegner. Nee. Respawn ist, wenn wir Kills machen. Und wir killen hier ja die ganze Zeit noch Zeug. Ja, aber als ich gerade losgelaufen bin, sind da Sachen respawn. Ja, gut, das ist. Pech. Guardian Angel! Immer noch keine Granate.
Martin. Das war so klar. Fuck. Scheiße. Oh nein. Fuck. Das Problem ist halt echt die Munition. Ich meine, selbst wenn wir alle überlebt hätten die ganze Zeit. Nein, das ist was ganz anderes. Wenn wir alle überlebt hätten, wäre das ganz anders. Noch nicht. Ja. Das Ding ist, ich bin zwischendrin, keine Ahnung, wie oft bin ich Munition einsammeln gegangen? Neu kaufen, also alles voll? Bestimmt. Sieben Mal oder so. Nach oben verschießt du aber ungemein mehr Munition, als wenn du unten im. Ja, na sicher, aber das Ding ist, wie lange hätte es gedauert, bis wir einfach alle leer geschossen wären? Bei den. Wieso erscheinen hier neue Gegner? Was soll der Kack? Echt? Ja, hier sind wieder Gegner. Und nice. Die Tür ist offen. Nice. Looten. Ja. Oh, ich habe Martins Loot-Kammer gefunden. Ja, hier sind übrigens noch drei Legendaries. Alter, du hast ja wirklich alles eingesammelt. Ja, ich hab's versucht, ne? Geil. Sind da jetzt gerade unendlich Gegner oder bilde ich mir das nur ein? Das sind alle Gegner, glaube ich, die noch offen waren. Warum auch immer die nicht gespawnt sind, aber. Würden dann aber offen. Nicht. Warum sind die dann plötzlich in Level 49 und keine Badasses? Keine von den großen Gegnern, die die ganze Zeit kamen? Das wirkt mehr wie Level 1. Das ist richtig, da hast du recht. Das ist das Talks Strafe. Das habe ich mir auch schon gedacht. Das ist nicht wirklich eine Strafe, wenn er wieder Gegner die Sachen drauf auf den Chick. Schon wieder die Sniper. Also mit denen hier, mit der Welle lege ich mich gern ab. Die waren nicht so stark. Sieht man. Will keiner was von den Legendaries und verkaufen? Wir sind hier noch mit den Gegnern beschäftigt. Ach komm. Fehlen da schon die Nahkampf-Kills? Let's see. Die wurden wieder zurückgesetzt. Ich weiß, das ist klar, aber. Ja, 10 schon. Nice. Easy going. Loot guys. Und hallo denn? Ach komm, wo bin ich jetzt? Werden irgendwie wirklich nicht weniger Gegner. Hey, ist das ein Bug? Lustiger Bug. Oh Leute, ich muss ins Bett, sehe ich gerade, ist das schon um 11? Ja. Oh. Wie lange haben wir für den Mist gebraucht? Ja. Kotz. Oh, die Gegner werden weniger gerade. So, auf zu Martins Loot-Lager. Genau.
Ich muss hier noch Geld rausholen. Inventar voll. So, jetzt haben wir alle Gegner weg. Ich glaube. Ja. Nice. Oh, lustig. Oh, mein Hintergrund habt ihr schon leer, ja? Na, ja, fast. Nee, fast. Eine Wache ist noch irgendwie mit. Ach. Wohl übersehen. Ich hab da zweimal mein Inventar komplett voll gemacht. Ich wäre aber dafür, das nicht runter zu skalieren. Also, das Problem ist, wir dürfen die Map nicht verlassen. Wenn wir die Map verlassen, bricht die Quest ab. Aha. Das ist blöd. Ja. Das Ding und das Ding sind noch irgendwann gedroppt. Ah ne, die Venom des Hornet ist eine andere, die ist eine Low-Level-Waffe, aber die Sniper ist noch gedroppt. Ja, brauche ich nicht. Oh, was ist denn das? Ich meine, ich würde halt gern auch meine Muni-SDUs jetzt upgraden, wo ich jetzt wieder hier ein bisschen Geld habe. Aber man kann nicht von der Map runter. Ach so, sonst müssen wir auch die anderen Villen nochmal machen. Ja, na die anderen Runden. Ja, ja, wir. Na Leute, müssen wir morgen weiter wieder spielen, ne? Du kannst von der Map runter, ich kann nicht runter. Ist mein Spiel. Ach so. Stimmt. Mhm. Okay Leute, Jakob kann die nächsten Tage nicht spielen. Ist okay. Nicht mit dem Charakter. Oh, ich hab hier noch, ja, ich hab hier noch Loot gefunden. Weiß aber nicht, ob ich da rankomme. Martin, du hast Loot durch die Mauer gebackt. Kann sein, du. Ich habe mich da nur reingestellt und einfach auf Fallen lassen gedrückt die ganze Zeit. Ich weiß. Ich wünschte, es würde eine Option geben, dass du die Dinge als Schrott markieren kannst und dann Schrott fallen lassen. Das wäre geil. Ja. Gut. Ich glaube, wir haben alles leer gelootet. Ja, also morgen geht bei mir nicht. Frühestens Dienstag wieder. Ja. Je nachdem, wie meine Dame dazu steht. Hä? Dienstag wieder? Ich hier? Dienstag wieder? Dame hat ja zu sagen. Dame sagt das? Ja. Besser. Besser so für die Dame. Gut. Dann machen wir das nächste Woche fertig und dann machen wir die Trials, ne? Nächste Woche? Achso, ja. Dienstag. So. War lustig. Ja, so kann man das auch sagen, ja. Ich fand's tatsächlich lustig. Aber ja, also wie gesagt, es wäre halt echt irgendwie cool, ja eigentlich, wir nicht draufgehen würden. Wenn Konsti und Simme morgen Zeit haben, wir könnten morgen Abend ansonsten eine Stunde oder was, Kammerbosse töten, ja, dass ihr das Level voll kriegt und dass ihr ein bisschen Loot kriegt. Also Level 50 bin ich geworden gerade noch. Ja, das ist schon mal gut, aber auch Guardian Tokens. Also ich denke, ich muss jetzt auch wirklich viel mehr in Survivor reinstecken, weil das wirklich viel ausmacht. Kacke. Ja, es ist halt natürlich, ich habe halt zum Beispiel schon, dass ich mit vollen Schilden und volles Life aus dem Kämpfe um den Leben komme. Ja, genau, ne? Das habe ich zum Beispiel nicht. Ne? Das ist unglaublich hilfreich auch. Richtig. Und dann hast du es halt nicht, dass du aufstehst und sofort wieder stirbst. Ja. Na gut. Sind wir noch raus und dann... Aha, Feierabend. Wenn ich jetzt Whisky-Trinker wäre, ich würde mir einen kurzen einschenken. Hättest du verdient. Gut.